Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Christen in aller Welt feiern heute das Weihnachtsfest. Im Heiligen Land zog gestern die traditionelle Weihnachtsprozession von Jerusalem nach Bethlehem. Später wurde in Bethlehem auch die Mitternachtsmesse zelebriert. In der Geburtskirche in Bethlehem wagte Erzbischof Pier Battista Pizzaballa einen Vergleich mit der Zeit Christi und der heutigen Zeit und sah kaum Unterschiede. Schon damals habe es Besetzung gegeben, böse Herrscher und verschiedene Zentren der Macht. Und seither habe der Mensch sich nicht viel verändert. Pizzaballa leitete den Gottesdienst vor hunderten Gläubigen. Auch der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas, selber ein Muslim, wohnte der Mitternachtsmesse bei. Im Heiligen Land wird in diesen Tagen dank der anhaltenden Ruhe mit einem Touristenstrom gerechnet. Mehr als 150.000 christliche Pilger sollen Israel und die Gebiete der palästinensischen Autonomiebehörde bis Ende Januar besuchen. Gilearon, Tel Aviv. Im Vatikan hat Papst Franziskus den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet. In seiner Weihnachtsbotschaft rief er zu Frieden in der Welt auf und äußerte Hoffnung auf ein baldiges Ende des Syrien-Konflikts. Er sprach darüber hinaus zahlreiche weitere Konflikte im Nahen und Mittleren Osten, in Afrika, der Ukraine und auf dem amerikanischen Kontinent an. Zudem beklagte er das Leid der Menschen, die aus Krisengebieten fliehen müssten. Es sei Ungerechtigkeit, die sie dazu zwinge, ihre Heimat zu verlassen, unmenschliche Zustände in Flüchtlingslagern zu ertragen und die sie abweise von den Orten, an denen sie Hoffnung auf ein ruhiges Leben hätten, so Franziskus. Anschließend spendete der Papst den traditionellen Segen Urbi et Orbi. Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Nach der Christmette an Heiligabend gilt der Segen als Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan. Die traditionelle Ansprache des Oberhaupts der katholischen Kirche wird alljährlich auch von Millionen Menschen auf der ganzen Welt im Radio, Fernsehen oder per Internet verfolgt. Mehrere Bischöfe haben in ihren Weihnachtspredigten ein schwindendes Vertrauen in die katholische Kirche beklagt. Der Osnabrücker Bischof Bode sagte, die Rede der Kirche von Gott sei vielen Menschen unglaubwürdig geworden. Zu oft habe man Gott für alles Mögliche herangezogen, um der eigenen Meinung und der eigenen Macht Gewicht zu geben. Auch der Mainzer Bischof Kohlgraf warnte Kirchenvertreter vor einer machtbewussten und besserwisserischen Haltung. Im Leben der Kirche gehe es nicht darum, Macht zu sichern. Der Kölner Kardinal Wölki warnte in seiner Weihnachtspredigt vor Gefahren der Digitalisierung und kritisierte vor allen Dingen künstliche Intelligenz. Eine solche anonyme und entmenschlichte Kommunikation beschneide die Menschen in ihrer Würde, so Wölki. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet domradio.de.